Hallo und willkommen zur Folge 16 von unserem Simotrans Let's Play im Pack 128. Ja, wir sind stehen geblieben gestern beim Ausbau unserer ganzen Linien, damit wir dort ein bisschen mehr Effizienz reinbekommen, und das Ganze werden wir heute soweit fortführen. Auch wenn es gestern ein bisschen anders angekündigt war, aber ich habe mir überlegt, dass wir heute erstmal diese ganze Milchlinie hier komplett auf den Kopf stellen. Es fällt nämlich auf, wenn wir die Map mal öffnen. Ihr seht hier, das Quadrat ist jetzt momentan das, was ihr auf dem Bildschirm sehen könnt. Und das sind jetzt die ganzen Milchtransporter. Erstmal nur diese vier gelben Streifen dort. Dazu kommt noch ein gelber Streifen von hier unten, der das Glas zur Molkerei transportiert. Und dann gucken wir uns mal an, wie das hier alles läuft. Na, jetzt mit diesen Geschwindigkeitsrekorden Anfang vom Monat ist nochmal. Ihr seht hier, ich habe hier ziemlich lange Wartezeiten. Der steht, hier wird gestanden. Im Bahnhof steht auch noch irgendwas, habe ich hier schon 50 unterwegs. Nee, es ist der Glastransport, okay. Also ihr seht, ich habe da ziemlich viel stehen. Das ist natürlich Geld, das kostet, oder Zeit, die kostet mich Geld. Und ja, dort werden wir einfach mal anfangen, heute ein bisschen umzubauen. Das wird teuer werden. Also so viel steht schon mal fest, weil ich werde hier unter anderem Gebäude abreißen müssen. Diese zwei Gebäude hier, die werde ich abreißen müssen. Ich werde hier einen Tunnel bauen müssen. Und ja, ich möchte hier halt eine möglichst lange gerade Strecke haben, damit wir dort den Speedbonus mit rausnehmen können. Und unter Umständen müssten wir sogar anschließend die Lokomotiven von unseren Zugverbänden hier austauschen. Wobei maximale 73 km/h. Ja, das müssen wir uns dann halt mal angucken, wenn wir die Linie fertig gebaut haben. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall anfangen, hier die 80er Gleise zu bauen, auch wenn die eine ganze Ecke teurer werden als die 60er. Mache ich einfach nur, damit wir den Speedbonus möglichst mit rausziehen können. Und damit fangen wir auch an. Erstmal reißen wir dieses Depot hier ab. Warum wir das machen, ist ganz einfach. Ich brauche diesen Platz gleich für die neuen Schienen zu legen. Sofern das natürlich sinnvoll machbar wäre. Das müssen wir mal gucken hier. Wenn wir hier runtergehen. Na, das Depot werde ich so oder so abreißen müssen. Ja, komme ich nicht drum rum. Okay, alles klar. Gut. Dann werden wir jetzt hier diesen Bereich hier noch abreißen. Das ist unsere Linie, die von unten kam, um die Fahrgäste, ich weiß gar nicht, wie die Stadt da oben hieß, da werden wir auf jeden Fall jetzt eine Brücke dazwischen setzen, eine 80er Brücke. Ja, die wird jetzt zu kurz werden. Gleich wird auch wahrscheinlich eine Fehlermeldung kommen. Dampflok findet keinen Weg mehr, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Und dann werden wir hier eine Brücke übersetzen, damit wir dort keine Kreuzung... Ah, schon wieder ein zu kurz. Ah. So kann man sein Geld auch aus dem Fenster schmeißen. Ich sag euch das. 80er. So, jetzt nochmal. Ein länger soll das Ganze werden. Gut. Und dann fangen wir hier einfach mal an, mit 80er Gleisen zu legen. Also das wird schweineteuer, was wir jetzt bauen. Ich weiß nicht, ob es uns in Ruin treiben wird. Ich würde fast behaupten, nein. Das werden wir aber dann am Ende vom Monat werden wir das wissen. Und ja, wie gesagt, durch die Verbesserungen ist uns ja auch mehr Einnahmen garantiert. So. Wir bauen hier weiter. Jetzt müsste ich natürlich erstmal von Berlin auskommen. Wie gesagt, diese zwei Häuser hier, die muss ich abreißen. Allein schon das hat uns jetzt ein Vermögen an Geld gekostet. Ausgabenbau für diesen Monat sind wir schon bei 32.000. Gesamtvermögen haben wir noch genug. So, dann reißen wir hier den ganzen Straßenzug noch erstmal ab. Und Busse haben wir hier keine mehr fahren. Da fahren ja nur noch Eisenbahn, einen Bus dort unten. Okay, alles klar. Muss man sich immer so ein bisschen vor Augen halten, dass wir dort keine Linien erstmal unterbrechen. So. Wenn wir hier diese Linien so bauen. Also es wird jetzt quasi unser erster kompletter zweigleisiger Abschnitt, den wir hier bauen in diesem Let's Play. Nur es ist halt ein riesengroßes Potenzial in dieser Milchlinie drin, dass sich das einfach lohnt, wenn wir das Ganze jetzt hier ein bisschen ausbauen. So. Warum ich jetzt hier Tunnel baue, ist ganz einfach. Ich möchte ja möglichst den Speedbonus mit rausnehmen. Wenn wir hier einen Berg hochfahren, dann wird er den Speedbonus nicht mehr rausziehen können. Was einfach damit zusammenhängt, dass er hier den Berg hoch müsste. Wenn wir hier gucken, die Ecke ist das. Da
reißen wir einfach mal komplett rein. Na, der war zu viel. Da gibt es diesen schönen Button hier. Welcher ist das? Natürliche Neigung wiederherstellen. Diesen hier. Können wir hier auch machen. So. Gut. Und dann setzen wir hier jeweils diesen kleinen Rand dran. Und dann können wir einen Tunnel bauen, auch 80 km/h. Und dann brauchen wir hier einfach nur einmal klicken. Und dann sehen wir, ich habe mich hier ein bisschen vertan. Ich muss hier doch noch eine ganze Ecke weiter raus. Das ist aber gar kein Problem. Das haben wir auch schnell gemacht. Zumindest sind wir dann schon mal hier auf einer Linie. Das ist schon mal wieder sehr schön. Und dann, der Tunnel muss an, naja, okay. Mein Fehler. Machen wir noch so. Zack. Und dann haben wir die Tunnelstrecke. Die verbinde ich immer nochmal so miteinander, damit ich mir sicher sein kann, dass da auch wirklich die Gleisanschlüsse alle vorhanden sind, die ich brauche. So. Wir fahren weiter. Na? Wieder zu viel gebaut. Ja, das kennt ihr ja schon von mir, dass ich mal so ein bisschen manchmal zu viel in die Ballerei setze. So. Wir bauen immer noch weiter. Gerade runter. Dann können wir hier hinter der Straße den Knick runter machen. Okay, alles klar. Machen wir. Da fehlt der Umschluss. Und dann können wir hier quasi jetzt über die Straße noch rüber. Und dann sollten wir spätestens nach der Straße... Ja, jetzt wird gleich erstmal ein kleiner Stau entstehen. Das macht aber bei unserer Spielgeschwindigkeit überhaupt gar nichts. Das ist das obere Gleis. Wissen wir, dass du keinen Weg mehr findest. Das habe ich gerade angekündigt. Und dann... Ja, falsches Gleis schon wieder gewählt. Hier 80er waren wir. Und dann bauen wir hier schräge hoch. Und dann haben wir hier den ersten Umschluss getan. Den zweiten Umschluss müssen wir natürlich auch noch bauen. Also hier noch ein wenig aufschütten. Ja. Da könnte ich jetzt eine Steuerung machen, aber ich habe jetzt keine Lust aufzustehen. So, dann haben wir das doch. Mal gucken, ob die Züge da jetzt wegfahren. Kann ich erstmal noch nicht. Was steht da jetzt? Warum steht was? Das wird wahrscheinlich an den Signalen liegen. Gut, dann drücken wir erstmal die Pause hier. Und dann machen wir mal alles weg, was wir erstmal nicht mehr brauchen. Alles erstmal abreißen. So. Hier, den Bereich können wir auch abreißen. Den Bereich hier können wir abreißen. Brauchen wir auch nicht mehr erstmal. Und dann haben wir jetzt hier eine komplette neue Linie erstellt. Das Signal muss natürlich auch noch weg. Jetzt habe ich das wahrscheinlich nicht weggemacht. Jetzt wieder, nein, ist weg. Gut, sehr schön, ich bin begeistert. Und dann haben wir jetzt hier einen zweigleisigen Abschnitt, den wir hier natürlich auch nochmal verbinden sollten, damit der Glastransporter dort nicht auf der Linie fährt. Und dann fangen wir jetzt an, die Signale zu setzen. So, jetzt haben wir oben die gelbe 2 Steuerung und dann könnt ihr hier den Signalabstand wählen. Ich wähle jetzt einfach mal 6, weil 4 Felder sind die Züge mindestens lang. Und ja, 6 ist einfach, finde ich, eine angenehme Anzahl. Erstmal bis hier rüber. Ein vor die Weiche noch und dann bis in den Bahnhof hinein. Zack. Und vor dem Bahnhof natürlich auch noch. Und auf dem Rückweg natürlich auch noch das Ganze. Wieder hier bis vor die Weiche. Und hinter der Weiche setzen wir wieder an und ziehen das Ganze bis hier vor dem Bahnhof. Und dort auch nochmal ein Signal hin. So, jetzt müssen wir nochmal spulen. Jetzt fährt das auch wieder alles hier. Und wenn wir uns das jetzt gleich auf der Map angucken, gucken wir mal hier, dieser ganze Bereich hier oben ist das, dann sehen wir, dass das Ganze jetzt wesentlich flüssiger läuft. Die Züge bleiben in Bewegung und dadurch haben wir unsere Kapazität eigentlich nur dadurch verändert oder beziehungsweise erhöht, dass wir eine zweigleisige Strecke haben und dadurch natürlich den Durchfluss ein bisschen verbessert haben oder hier in diesem Fall eine ganze Ecke.
Ihr seht, den Stillstand haben wir hier gar nicht mehr. Selbst der Glastransporter, der fährt ohne Stillstand hier oben mit drauf. Das ist jetzt dieser gelbe Strich, den wir verfolgen, der jetzt gleich hier wieder unten abbiegt. Und dementsprechend haben wir alleine dort jetzt geschafft, eine Menge Effektivität auf diese Strecke raufzubringen. Nur dadurch, dass wir sie zweigleisig gebaut haben. Jetzt sollten wir uns natürlich auch überlegen, ob wir nicht auf Dauer sogar über dieses zweigleisige Gleis hier einen Abzweig hinbauen, damit wir dort auch die Personen rüberfahren lassen, damit wir hier unten so ein bisschen den Verkehr rausholen. Aber das ist dann was, was wir uns für die nächste Folge vornehmen können. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir die Straße hier wieder anschließen, die wir hier abgebaut haben, und dass wir natürlich alles abreißen, was wir nicht mehr brauchen. Das kostet Geld, und Geld haben wir bekanntlich nicht. Was hat uns der Spaß jetzt gekostet? Ausgabenbau 139.000. Okay, ob wir das wieder reinholen, das wird jetzt eine andere Frage werden. Das werden wir dann aber auch in der nächsten Folge erfahren. Wie gesagt, wir werden jetzt hier erstmal den ganzen Spaß abreißen. Was ist denn das hier überhaupt? NG-Tools, keine Ahnung. Naja, für die Kommis, was sind NG-Tools? Schreibt mir das. Ich weiß es nicht. So, weg mit dem Zeug. Gucken wir, inwiefern wir dort unsere... Oh doch, das ist schon eine ganze Ecke, was wir dort wieder sparen. Na? Den Bereich noch weg. Das hier können wir auch noch wegmachen, brauchen wir nicht mehr. Und dann haben wir jetzt hier unsere erste zweigleisige Strecke. Und um unsere Finanzen dort noch ein bisschen aufzubessern, gucken wir uns mal an, wie das hier mit der Milchproduktion ausschaut. Ob wir dort auf Wartezeiten jetzt kommen oder nicht. Das sieht fast danach aus. Also ihr seht, allein dadurch, dass wir jetzt hier die Milchlinie so weit verbessert haben, hat der Bauernhof Probleme mit der Milchproduktion hinterherzukommen. Speedbonus müssen wir uns natürlich auch noch einmal angucken, bevor wir jetzt hier irgendwie ausmachen. Der Zug, der kommt auf... Ja, 58, also er schafft es auf dem Hinweg schon, auf dem Rückweg nicht mehr. Dauert, bis er voll ist. Also sollten wir dort auf jeden Fall schnellere Loks einsetzen. Das können wir auch gleich mal machen. Schicken wir doch den hier. Jetzt haben wir hier oben kein Depot mehr. Das ist natürlich eher ineffizient. Schicken wir den hier mal zum Depot. Gucken mal, wo der hinfährt. Folgen den ganzen. Mal gucken, welches Depot der jetzt fährt. Das haben wir fast gedacht, dass der nach Wipperfürth runterfährt. Fährt er denn nach Wipperfürth? Jo, der fährt nach Wipperfürth runter. Okay, alles klar. Der ist im Depot. Dann werden wir die Lok vorne rausnehmen, werden eine neue Lok vorne anhängen, voranstellen. Voranstellen. Da muss ich jetzt quasi erstmal gucken, was ich hier habe. 75 km/h bei doppelt so viel kW ist aber auch eine ganze Ecke teurer. Der hier ist nicht ganz so teuer. Ja, müssen wir natürlich auch dran denken, wenn wir jetzt eine neue Lok vorne anhängen, dass die natürlich auch unter Umständen länger wird. Also ich werde mal hier diese blaue lustige Lok da anhängen, weil die nicht allzu teuer ist. Vorne anhängen, dann sind wir jetzt hier zu lang. Das habe ich ja befürchtet, das wussten wir. Können wir natürlich die zwei Wagen jetzt, ne? Erstmal verkaufen wir das Ding hier. Und dann werden wir die hier noch hinten an. Ne, verkaufen wir gut. Und dann starten wir den einfach mal. Bevor ich es vergesse, hier unten im Depot haben wir noch Busse stehen. Wenn ich mich nicht irre. Ne, die haben wir schon verkauft. Gut. Haben wir die verkauft? Ich glaube, naja. Gut. Zug kommt raus. Jetzt werden wir mal gucken, ob der auf die 80 km/h kommt. Natürlich beladen müssen wir gucken. Wir verfolgen den Schmarrn. 70 km/h muss er schaffen und er schafft sie. Super. Dann haben wir dort jetzt, obwohl wir zwei Wagen weniger haben, gucken wir mal. Das ist jetzt einer von den alten Zügen. Der bringt uns 1020. Und der blaue Zug, den müssen wir uns jetzt im Auge behalten hier, der bringt uns ein durch den Speedbonus 1200. Also
Trotz zwei Wagen weniger, der Speedbonus bringt uns eine ganze Ecke mehr Geld, also sollten wir uns überlegen, ob wir nicht einfach alle Züge austauschen. Ja, sollen wir das jetzt machen? Nee, machen wir noch nicht. Wir werden die Folge jetzt einfach mal hier abbrechen an der Stelle. Und dann werden wir uns das für die nächste Folge mal vornehmen und dann werden wir hier unten den ganzen Bereich nochmal ein bisschen ausbauen und verbessern. Gut. Gesamtvermögen 8. Mai sieht ja so erstmal ganz gut aus. Dann verabschiede ich mich jetzt erstmal aus der Folge 16, 15, 16, 15 habe ich gestern, okay, Folge 16. Und dann möchte ich euch darum bitten, wenn euch das gefallen hat, einfach unten abonnieren, liken, disliken dürft ihr auch gerne, wie immer. Wenn ihr Tipps habt, Verbesserungsvorschläge oder irgendwelche Anregungen, wie ich hier auf jeden Fall mehr Geld von den Schienen oder von den Straßen runterholen kann, schreibt mir das auch gerne in die Kommis, ich werde es umsetzen. Und dann sehen wir uns in der 17. Folge. Bis dahin wünsche ich euch dann viel Spaß mit meinen Let's Plays. Ciao, ciao!